Robert, Hi. wir haben heute den 27., nee Quatsch, den 23. März 2021. Was sagt uns das? Es ist Dienstag und Ritze kocht wieder für euch. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute kochen wir kalt, also wir kochen eigentlich gar nicht heute. Heute gibt es kalte Küche. Und zwar, was machen wir? Es gibt ein bisschen Fleisch. Und es gibt Kapern. Liebt ihr auch so Kapern wie ich? Gestern zum Geburtstag meines Schwiegerpapas gab es Königsberger Klöpse und die Schwiegermama hat gesagt: Oh, ich wusste gar nicht, dass du gar keine Kapern magst. Also, ich esse schon gern Kapern, aber es wird nicht mein Leibgericht sein. Und heute zeige ich euch mal ganz einfach, wie man Kapern richtig lecker machen kann. Also, bleibt dran, ihr Lieben. Bis gleich. Ciao. Hallo, da sind wir wieder und heute, ihr Lieben, heute ist wirklich wie Weihnachten für mich. Der Mike ist zu Besuch. Der Mike kommt direkt aus Pirna von der Messermanufaktur Pirna. Und wie ihr seht, der Mike, der hat's getan. Wir haben natürlich uns im Herbst letzten Jahres getroffen, hatten uns vorher mal kurz über E-Mail, Instagram oder wie auch immer, haben wir uns mal kurz, ich glaube, da stand ein Urlaub an. Da bist du in den Urlaub nach Südtirol gefahren. Ja, das kann sein im Herbst. Genau. Und kurz vorher hatten wir kommuniziert und uns danach irgendwie getroffen. Und dann hatte ich von dem Projekt erzählt und habe dich gefragt. Und da hast du gesagt: Du, kein Thema, können wir machen. Wir hätten es gern. Wir legen für dich eine Messerserie auf. Und da bist du jetzt heute da. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, freue mich heute mit dir die Messer einzuweihen. Und zwar hatte ich mir gedacht, wir machen heute ein schönes Rinder-Tatar, Rizzo-Style. Und dazu ein bisschen Gurkensalat, geschmolzene Tomaten, ein paar gepickelte Kräuterseitlinge und ein Röstbrot. Und ja, das wird heute unsere Aufgabe sein, Mike. Tja, Und kann man zwischendurch machen. tun wir ein bisschen fachsimpeln, was du so machst in der schönen Stadt Pirna. Dort hat es mich ja auch das ein oder andere Mal zu Events halt hinverschlagen, auch Koch-Events und natürlich auch private Events in Pirna durchgeführt. Genau, dann würde ich sagen, Mike, erzähl mal was zu den Messern, ich bin schon ganz gespannt. Ja, das ist sind drei Kochmesser in dem Falle, ein großes Chefmesser, dann ein kleineres Kochmesser und das dicke Gemüsemesser. Die sind aus geschmiedeten rostfreien Stahl, sind im Gesenk geschmiedet worden und sind dann von mir weiter bearbeitet worden, geschliffen, poliert, die Form gegeben. Der Griff wird richtig aus dem ganzen Holz, hier im Falle von Nussbaum, geschliffen. Dreimal, mindestens dreimal, bis sie glatt werden und dann nur eingeölt. Und so entsteht dann das Messer. Es soll gut in der Hand liegen und die Blanks des Messers bewahren. Und ein gutes Messer ist natürlich immer beim Kochen essentiell, auf jeden Fall. Ja, also ein gutes Messer ist, ja, spielt die Hauptrolle eigentlich beim Kochen. Sag ich mal, wenn du ein schlechtes, stumpfes Messer hast, dann kann das auch nichts werden. Na, du reißt im Prinzip nur noch zerreißt die Lebensmittel. Du brauchst natürlich immer einen schönen, feinen, glatten Schnitt. Der Robert kann auch ein Lied davon singen. Der wünscht sich schon seit, weiß ich wie viele Monaten, die Messer. Der ist natürlich auch richtig heiß drauf, zu sagen: Hey, Rizzo, wann kommt denn endlich die Messer? Und heute sind sie da. Und ab sofort natürlich im Shop bestellbar. Ne? Also die werden dann heute, morgen, übermorgen werden die im Shop eingepflegt. Und dann müssen wir natürlich dazu sagen, das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis die gefertigt sind. Das heißt, eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen haben wir uns so eingeräumt, um natürlich auch keinen Stress aufzubauen beim
bei Mike, weil du hast natürlich auch andere Projekte. Ne? Ja, wir fertigen Messer ja auch für unser eigenes Geschäft her. Und deswegen, wenn die Urlauber wieder ins Geschäft kommen dürfen, brauche ich dann auch immer wieder ein bisschen was für ein Ladesgeschäft. Dann haben wir auch einen eigenen Online-Shop. Also Messer könnt ihr euch auch mal umschauen auf jeden Fall, ne? Und wir fertigen auch mal preiswertere Messer an mit Vernietung Beispiel und auch so Brotzeitmesser, Gemüsemesser. Alles in Holz, Edelholzer auch, in Olive oder Palisanderholzer. Und ich war ja auch bei euch im Laden drin gewesen, das hat ja nur richtig schönen Charme da drin, ne? Alt, ja, wir Denkmalschutz, haben ganz, oder? Ja, das ist ein ganz altes Geschäft mit alten kleinen Schubladen. Es ist ja der Vorgänger, also das Vorgängerunternehmen ist ja über 200 Jahre dort gewesen. Die Ladeneinrichtung vielleicht Anfang des 19. Jahrhunderts oder 1930 so neu reingekommen. Und die haben wir jetzt versucht zu erhalten. Und dort wirklich, also war schon immer ein Messerfachgeschäft. Also tust du im Prinzip die Tradition weiter? Genau, ist jetzt nie von meiner Familie her, aber dieses Geschäft ist für Pirna, alte Pirna kennt das wie aus dem FF, das Geschäft. Das heißt, wenn jemand Messer schleifen möchte, dann? Ja, wir schleifen natürlich auch Messer nach. Geht's zu dir, ne? Und für Küche, für Hausgebrauch, die kommen alle zu uns. Und werden nachgeschliffen und dann wieder frisch poliert. Also immer richtig schön ausgeschliffen, damit man wirklich eine glatte Schneide und eine feine Schneide bekommt. Und mega. Dann einen Abzug. Wollen wir es mal probieren? Ja, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Tatar an. Mike, da würde ich dich ganz einfach bitten. Ich habe hier eine wunderbare Sämerolle. Die schneiden wir jetzt wirklich in kleine Würfel. Das ist halt Sinn und Zweck bei einem Tatar. Das wird halt nie gewolft, ne? Mhm. Also nicht durch einen Fleischwolf gedreht, sondern das wird halt wirklich tatsächlich auf dem Holzbrett geschnitten. Klein und fein geschnitten. Wollen wir einen Test machen? Ja, können wir machen. Na dann, würde ich sagen. Vor. Welches Messer wählen wir? Das kleine? Nee, das Große. Das Große. Ich würde sagen, du Ehre, wem Ehre gebührt. Nee, das Messer ist für dich. Das okay, Große. Also sollte ich den ersten Schnitt machen? Ja. So, legen wir uns das mal hier beiseite. Und schneiden erstmal hier wunderbar. Das geht durch wie durch die Butter. Mega. Liegt super in der Hand, hat einen wunderbaren, auch für mich ergonomischen Griff. Hm. Ne? Also mega geil. Wir schneiden erstmal hier so richtig schöne, dünne Scheiben. Das darfst du natürlich dann übernehmen. Dann schneiden wir hier wunderbare Streifen. Und jetzt haben wir natürlich eine super Klinge halt, ne, die so ein bisschen geschwungen ist, wo wir ganz einfach das Messer halt hier vorne aufsetzen können und dann wunderbar kleine Würfelchen schneiden können. Ich habe jetzt erstmal wahnsinnigen Respekt vor einem neuen Messer, weil man muss sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Ja. Magst du das übernehmen, Mike? Ja, gut. Dann würde ich ganz einfach mal die... Oh, ich bin ganz aufgeregt. Das ist ein Traum. Ein Traum, glaube ich, jeden Koches, auch wirklich mal sein eigenes Messer in der Hand haben zu dürfen. Träumst du das, Rüdarm? Nee, nimm du mal das Große. Wenn du damit zurechtkommst, oder du magst lieber deins probieren. Du hast ja noch eins mitgebracht, was so ein Outdoor-Messer ist, oder? Ja, kann ich auch mal probieren. Mache ich dann. Für kleine Sachen. Dann werde ich mich erstmal hier um die gepickelten Pilze kümmern. Das heißt, ich setze mir hier einen Topf mit Wasser auf und blanchiere im Endeffekt erstmal die Kräuterseitlinge. Danke, Robert. So, wenn ich das jetzt leer noch bin. So, das heißt, hier noch ein bisschen Salz ins Wasser rein, ne?
Ansonsten, wenn du mit dem kleineren Messer lieber machen willst, Mike, na, dann tu das. Geht schon. So. Dann setzen wir uns in einem anderen Topf noch Essig. Apfelessig. Spritzer Honig dazu. Dann soll es natürlich hier auch Salz geben. Dann geben wir noch die Pfeffermischung zu. Ich nehme mal jetzt hier auch das andere Messer. Ein paar Chilischoten oder eine Cayenne-Schote. Machen wir hier einfach mal 1, 2. Mal schauen, wie der Schärfegrad ganz einfach ist. Mmh. Es ist nur Paprika. Also, rein damit. Keine Schärfe. Noch keine Schärfe. Die kommt dann erst bei den Kernen. Machen wir hier mal ein größeres Stück mit rein. Dann ein paar frische Kräuter, Thymian, Lorbeer, Rosmarin. Ein paar getrocknete Tomaten. Hier ist wieder allerhöchster Respekt jetzt der getrocknete Tomaten. Oh, da kann ich euch auch eine Story erzählen. Aber das mache ich erst, wenn ich es geschnitten habe. Scharfe Messer. Koch-Event. Das werde ich mal ganz kurz anschneiden, weil das war ein Thema, Messer. Ein Koch-Event. Ich in der Vorbereitung habe getrocknete Tomaten auf meinem Holzbrettel, die Messer frisch abgezogen und habe mich so, oder habe mir so selber gesagt, Mensch, du hast dich lange nicht mehr geschnitten. Hm. Und schon was passiert. Naja, Unglück passiert immer nur, wenn du Unglück prophezeist, ne? Also wenn du immer dran glaubst. Und in dem Moment ist es wirklich passiert und habe mir dort richtig barbarisch in den Finger gesäbelt. Und seitdem sind bei mir getrocknete Tomaten echt Gefahrenpotenzial. So, genau, jetzt noch flux eine Schalotte geschält. Ich schäle dir gleich mal eine mit für das Tartar. Ich nehme gleich mal hier das mittlere Messer. Das ist in die große Schüssel, ja, ne? Du kannst alles in die große rein, genau. Soll ich das fein genug machen? Ja, es hat natürlich auch etwas länger gedauert, dass wir uns wieder gefunden, was heißt gefunden haben. Erstens musstest du natürlich die Messer machen, klar, keine Frage. Und du bildest natürlich auch aus, ne? Ich habe zurzeit einen Lehrling, ja. Du hast einen Azubi. Welches Lehrjahr? Ja, zweite Lehrjahr. Okay. Das erste Lehrjahr hat er so in der Berufsschule vor Jahr gemacht. Ja. BGJ. Fand ich ganz gut, weil er dann wirklich die Metallbranche ein bisschen mehr lernt, als was bei uns wirklich in der Werkstatt passiert. Okay. Wir haben ja natürlich keine Drehmaschinen oder Fräsmaschinen. Wie muss ich mir jetzt so einen Tag bei dir vorstellen, wenn du in der Werkstatt, ich sag mal, du hast mit Sicherheit, klar, du hast deine Aufträge zum Beispiel für das Messerschleifen an sich, ne? Der Kunde gibt die Messer bei dir ab, du schleifst die. Oder genau, die werden auf jeder Posten, bekommt einen Reparaturzettel, werden aufs Brett gelegt, werden zuerst geschliffen. Natürlich muss man immer sehen, dass man vom Messer die Form behält. Ich halte nichts davon, wenn man irgendwie ein Messer ab. Es ist natürlich irgendwie so produziert worden, dass es so funktionieren sollte. Es soll zwar dann dünn ausgeschliffen, die meisten sind nicht dünn ausgeschliffen, das können wir dann machen, aber unbedingt eine Form verändern, finde ich nicht gut. Okay. Also das Messer hat ja schon prinzipiell so die Form von demjenigen bekommen, der es gefertigt hat, oder? Ja, genau, der es designt hat. Oder genau. Nochmal ganz kurz zum gepickelten Pilzen. Ich habe hier Apfelessig und Wasser, Salz, Pfeffer, Schalotten, Chili,
getrocknete Tomate, Rosmarin, Lorbeer, Thymian und Bergkernsalz und die Pfeffermischung drin. Und das kochen wir jetzt natürlich halt auch auf. Und unsere Kräuterseitlinge hier, die blanchieren wir kurz in kochendem Salzwasser. So, wenn wir jetzt natürlich unsere Pilze, die kann man sich auch wunderbar vorbereiten halt, ne? Sind dann ungefähr 4 Wochen in dem Gläschen haltbar. Ganz wichtig ist natürlich, dass das Glas vorher sterilisiert werden muss. Das heißt, mit kochendem Wasser einmal auf jeden Fall ausgespült. Und dann nehmen wir uns gleich hier das Blanchierwasser dazu. Füllen das mal kurz hier rein. Jetzt ist auch ein Pilz hier mit reingeschwappt. Ist nicht schlimm. Da holen wir wieder raus, den Glückspilz. So, auf jeden Fall den Fond probieren wir hier nochmal kurz. Kleinen Spritzer Süße noch mit dazu. Genau, wenn du jetzt das Tartar anmachen würdest, also anmachen in dem Sinne, du musst es quasi marinieren. Hm. Mike, hättest du eine Idee, was wir da dran machen könnten? Für mich eigentlich Öl, Pfeffer, Salz. Öl, Pfeffer, Salz, okay. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ja. Öl, Pfeffer, Salz machen wir auch. Wir machen wieder unser Bergkernsalz. Wir machen die Pfeffermischung dran. Wir geben Öl, in der Hinsicht hier ein geröstetes Sesamöl dazu. Würzen noch mit Sojasauce. Getrocknete Tomaten machen wir dazu. Schalottenwürfel. Und ein bisschen frischen Ingwer. Und was darf natürlich nicht fehlen? Senf. Der Senf. Bautzen Senf. Genau, also für die Region nehmen wir hier unseren schönen Bautzen Senf daher. So, die Kräuterseitlinge nehmen wir jetzt hier raus, tun die mal ganz kurz hier im kalten Wasser abschrecken. So. Pilzwasser geben wir hier noch einen kleinen Schluck mit hier dazu. Ja, der Fond, der muss natürlich hier einmal aufkochen, also diese Essig-Essenz, dieser Essigfond. Und dann nehmen wir hier aus dem Schnappglas das Wasser weg und geben hier die Kräuterseitlinge in das Glas. So, und das könnt ihr auch mit Steinpilz-Champignons machen oder mit Steinpilzen oder Waldpilzen an sich. Wenn das Sud hier einmal aufgekocht hat, gießen wir den da drüber. Fehlt immer noch so ein kleiner Spritzer Süße. Genau, Mike, ihr habt in Pirna natürlich, das heißt natürlich, ihr habt 2 Geschäfte, ne? Ihr habt. Ja, meine Frau hat ein Geschäft und ich habe ein Geschäft. Also, das heißt, ihr seht euch tagsüber quasi nicht? Ja, ich bin viel in der Werkstatt, mein Geschäft, habe dann noch eine Verkäuferin. Meine Tochter ist auch immer im Geschäft. Deine Tochter habe ich auch kennengelernt. Ja. Und sie, hat sie jetzt gelasert oder hast du gelasert? Nee, das macht meine Tochter. Das macht deine Tochter. Ja. Das heißt, ihr habt ja bestimmt gesehen auf den Messern,
ist natürlich was eingelasert. Und das habt ihr natürlich auch mit für uns gemacht. Ne? Ja. Und ihr lasert. So was machen wir auch individuell. Wer beispielsweise seinen Namen rein haben will, da wird der Name drauf gelasert. Und ja, Glückwünsche. Wir machen auch ein Tortenmesser, beispielsweise zu Hochzeiten, wo dann mit zwei Ringen der Name drauf kommt und zum Torte anschneiden natürlich. Kann man später auch als Kochmesser benutzen. Stollenmesser habe ich auch schon gesehen. Es gibt im Pirner Stollenmesser, ja. Ja, das habe ich gesehen und zwar bei den Weigels. Ja. Dort gab es ja auch mal die, oder das gab es in regelmäßigen Abständen, soweit wie ich weiß, die Pirner Unikate Nacht, oder? Sage ich ja, das jetzt richtig? Ja, ja. Warst du da? Nee, da war ich nicht. Da war ich nämlich aber da. Die Weigels haben halt viel erzählt von, ne? Und wir kamen, glaube ich, auch auf dich damals zu sprechen. War damals wirklich sehr gut, also die Nacht. Wir haben dort in den Küchen, also im Küchenstudio ja, in den Küchen drinnen gestanden und haben eigentlich so verkauft oder präsentiert. Muss mega war gewesen super. Sein, ne? Ja, ja. So, also hier, frische Schalotten. Warum nehmen wir hier Schalotten daher? Das ist natürlich die milde Variante. Das kennt ihr ja nur von den weiteren Kochvideos, die ich schon gemacht habe. Dass ich eigentlich hauptsächlich als Zwiebelvariante immer die Schalotten verwende. Ne? So, jetzt hat man gesagt, noch ein bisschen Chili dazu. Nehmen wir natürlich hier wieder ohne die Kerne. Und wir probieren jetzt gleich mal hier am Ende, wie es da ausschaut. Ob da jetzt hier etwas mehr Schärfe ins Spiel kommt. Mhm. Wie würde Robert machen? Aha. Nee, hier ist überhaupt keine Schärfe da. Das ist einfach mal nur Gemüsepaprika. Aber nicht schlimm. Wir können dann mal eine gelbe anschneiden. Sehen, was die sagt. Nimmst du besonderen Pfeffer? Ja, also ich habe hier unsere Pfeffermischung Louis, benannt nach meinem kleinen Sohnemann. Es sind drei Pfeffersorten drin. Robert, dein Auftritt. Genau, der bengalische Langschwanzpfeffer, auch Longus genannt. Genau, zeichnet natürlich nie unbedingt eine Schärfe aus, sondern ein wunderbares Aroma halt. Ne? Ich stehe mal hier. Einfach mal hier so. Ja. Na? Und da können wir auch mal ruhig ein bisschen rein damit. So, du übernimmst dann hier auf jeden Fall das Ölen. Wir nehmen mal lieber das Ösel, Sesamöl hier. Schönes geröstetes Sesamöl. Salz. Das kannst du dann auch übernehmen. Bin ich ja der Koch? Du bist jetzt heute hier der Koch. Und getrocknete Tomaten. Ich wage mich mal ran hier. Ich übernehme mal hier getrocknete Tomaten. Sind die nur getrocknet oder? Ja. Die sind nur getrocknet, ja. Irgendwie dann erst eingelegt oder? Du kannst die, also wenn die sehr, sehr trocken sind, du merkst halt in der Konsistenz, dass die schon eine gewisse Weiche trotz alledem auch haben. Hm. Wenn die jetzt wirklich zu hart sind, dann tust du sie einfach mal auch kurz blanchieren im Wasser. Mhm. Und dann wird das natürlich auch eine weichere Geschichte. Aber ich finde halt getrocknete Tomaten in der Hinsicht cool, weil die natürlich noch viel, viel mehr Aroma haben. So, was hat man noch? Ingwer müssen wir noch machen, ne? Also Ingwer noch auf jeden Fall reinschneiden. Dann habe ich noch ein bisschen Zwiebellauch mit, den können wir auch noch mit rein.
Aber ansonsten muss man hier natürlich beim Schneiden schon ein bisschen wirklich Obacht geben, um erstmal das Gefühl zu kriegen, ne, wie die Messer funktionieren. Also wie sie funktionieren, wissen wir ja, aber erstmal um ein Gefühl zu kriegen, ein wirkliches Handgefühl auch, wie sie in der Hand liegen, wie sie laufen. Hast du noch ein paar Pflegetipps, Mike, für Messer? Für Messer. Messer, egal was, nicht, bitte nicht in die Spülmaschine tun. Es reicht zu, wenn man die unter warmem Wasser mit etwas Spülmittel abwäscht und Holzgriffe etwas einölt. Da kann man verschiedene Sachen nehmen, kann man Olivenöl nehmen. Also es geht genauso gut. Okay. Und wie verhält sich das so ein bisschen mit hier Zitrusfrüchten etc. pp? Ich meine, da gibt es ja nur auch so ein, was heißt Mythos? Nee, aber Zitronensäure, dass das einen Stahl angreift? Ja, also rostfreien Stahl greift das wenig an. Ganz wenig, da müssen wir es wirklich dann Stunden drauf liegen lassen oder so. Okay. Aber Normalstahl auf jeden Fall. Also das. Gut, was machen wir jetzt hier? Also macht es sich dann in der Hinsicht so, dass man halt schon immer klar spülen sollte, auf jeden Fall. Ne? Ja, das Messer abwischen auf jeden Fall. Natürlich, wenn man ein Normalstahlmesser hat, dann muss man es wirklich dann sofort machen nach Gebrauch. Herrlich, das läuft. Ich sage euch jetzt schon, ich habe schon mein Lieblingsmesser für mich gefunden. Das kleinere? Ja. Ja, das ist manchmal. Nur das Eigelb. Also sag mal, in feinen Restaurants gibt es ja noch die Möglichkeit, auch ein Tartar zu bestellen. Und dann kriegt man die Ingredienzien mehr oder weniger. Das Ei extra. Alles extra, ja. Halt auch, ne? Mhm. Also sämtliche Ingredienzien, die ins Tartar halt da in der Rezeptur stehen in dem Restaurant, dann kriegt man das alles im Prinzip separat. Oder in noch anderen Restaurants wird es eben halt auch direkt am Tisch halt erst angerührt. Ne? Ja. So, jetzt haben wir hier noch den Senf. Da noch ein Löffelchen zu. Wo sind sie? Hier. Naja, dann machen wir hier mal die Geizen, oder? Mittelscharfer. Ne, das ist der Scharfe. Ach, der ganz Scharfe. Das ist der ganz Scharfe. So, Ingwer hat man noch. Und zwar, Ingwer kennt ihr ja auch, der wird im Prinzip nicht mit dem Schäler geschält, sondern das machen wir hier einfach mit dem Löffel. Mhm. Kratzen hier schön die Schale ab. Obwohl ich auch jetzt ein Fan bin, wenn ich Ingwerwasser zum Beispiel trinke oder einen Ingwertee mir mache, dann reicht es, wenn ich die Schale einfach nur, also die Ingwerknolle im Prinzip abwasche, ordentlich abwasche, dann in Scheiben schneide, nur zum Wohle, Herr Direktor, ne? Und dann mit heißem Wasser aufgieße. Hast du noch einen guten Sizilianer gefunden oder wie? Alessio, Grüße gehen raus. So, jetzt haben wir hier Ingwer. Den Ingwer kann man natürlich reiben oder, wenn man neue Messer hat, kann man es auch gerne schneiden. Also hier schöne kleine Würfelchen. Mhm. Träumchen. Wie lange ist denn bei dir die Wartezeit, Mike? Wenn ich jetzt mit den Messern zu dir kommen würde, würde die vorbeibringen oder hinschicken oder wie auch immer, machst du das auch eigentlich mit Post? In der Woche. In der Woche? Ja. Okay. Da kommen wir direkt hin, also ja, dass wir immer ein Brett wirklich auch ein paar Bretter voll haben, dass wir das hintereinander machen können. Wir können ja nicht jedes Messer extra schleifen. Es wird ja erst geschliffen, dann wird es poliert, dann wird es nochmal nachpoliert und es wird abgezogen. Dann wird es abgekreidet, abgewischt und eingepackt.
sind ja eigentlich. Das heißt, so ein Messer Arbeitsgänge von der Zeit her ist schon intensiv, ne? Das ist nicht mal schnell gemacht. Ja, ja. No. Und wenn man dann schon eins extra machen müsste, müsste man die Maschine anmachen, die Maschine anmachen, die Maschine anmachen. Das würde im Prinzip dann nicht funktionieren dann mehr. So, das stelle ich dir jetzt mal hier her. Was immer noch wichtig und essentiell ist, auch bei einem guten Tartar, wir machen mal hier noch eine Prise braunen Zucker dran. Zucker? Hä, warum Zucker? Zucker hebt den Eigengeschmack. Ne? Das heißt, deswegen immer auch bei herzhaften Sachen eine Prise Zucker mit rein. Ne? Ja, das so mache ich manchmal. Also auf jeden Fall Gurkensalat, dann sowieso Zucker rein und oder einen anderen. Genau. Eine Prise. So wie viel Öl jetzt rein? Naja, mach mal einen guten Schluck da. Guten Schluck. Ja, das sieht gut aus. Gut. Gut. Jo. So, Sojasauce. Da kannst du ruhig reinfeuern. Ja. Noch mehr. Mach alles rein, alles rein. Genau. Siehst du, haben wir das. Jetzt rühren wir das mal kräftig durch. Was macht die Sojasauce? Die gibt natürlich auch ordentlich Geschmack ab, ne? Also in dem Fall halt die Fülle, das Salz halt, ne? So, und das müssen wir jetzt natürlich erstmal ziehen lassen. Und in der Zwischenzeit, währenddessen das zieht, machen wir noch flugs den Gurkensalat. Und den machen wir wirklich sehr, sehr ganz einfach. Und zwar habe ich hier ein paar Mini-Gurken da. Na, das stellen wir uns jetzt hier einfach so beiseite. Die wasche ich dir mal schnell. So, jetzt haben wir hier von der Blüte zum Stiel. Und zwar zur Blüte zum Stiel. Schälen wir die Gurke im Prinzip hier immer durch bis zum Kerngehäuse halt, ne? Ich mach mal die eine, die anderen kannst du machen. Und dann haben wir hier noch den Cube dann übrig, also quasi das Kerngehäuse an sich. Das ist dann sowas, was wir mal hier nebenher schnell schnambulieren können. Und die Gurkenscheiben, die machen wir dann ganz einfach, nur mit Zucker und Salz tun wir die ein bisschen marinieren, schneiden noch ein paar Frühlingszwiebelringe dazu, machen noch ein bisschen Ingwer dran und würzen mit Pfeffer und dann war es das eigentlich schon. So. Dazu. Und dazu einen schönen Gin. Gut. Gin kann man schon machen, Robert. Oh. Na? So, da werde ich jetzt mal bloß hier eine Pfanne aufstellen für die frittierten Kaper. Ne? Das kann man ja schon mal machen, Robert, oder? Und zwar brauchen wir dazu ein Pflanzenöl, in dem Fall habe ich hier ein Sonnenblumenöl. Das war die falsche. So, hierbei ist natürlich dann noch wichtig, dass wir die Kapern halt richtig schön abtropfen lassen. Das habe ich getan. Und die Kapernäpfel nehmen wir dann zur Deko, das heißt, wir legen die erstmal beiseite. Die sind aber groß. Und die kleinen Karpfen hier, die werden wir jetzt nochmal separat auf dem Küchenkrepp. Sind das die großen Karpfen? Das sind die großen hier, Karpfenäpfel. Sind das nicht sowas wie eine Essig oder sowas? Die sind in einem Essigsud eingelegt, genau. Doch, das ist immer was anderes. Nee. Ich kenne nur die kleinen Kapern hier. Und so? Als Kapern. Das ist wirklich nie meins. Aber wenn wir die gleich frittiert haben, Träumchen. So, hier machen wir einfach Salz und Zucker dran. Ne? Das heißt,
Salz machst du, hast hier vorne im, in dem Gläschen dort. Oh, das schöne Bergkernsalz aus dem Salzburger Land. Genau, Salz und Zucker wirkt mikroskopisch. Zwei Säche? Ja, machen wir neu. Genau. So, jetzt hier noch ein bisschen die Pfeffermischung dazu. Dann gebe ich dir noch Lauch, den kannst du noch runterschneiden. Der ist schon gewaschen, also bis hierher ungefähr. Hm? Den noch mit zugeben. Also das hier von oben. Alles Ringe. Genau, alles Ringe. Supi. Gleich mal hier so ein Stück Gurke reinschnambulieren. Mm. So, Mike, hast du mal probiert hier? Nö. Wollen wir mal? Löffel. Oder? Hm. Hm. Schön Sesamöl, das ist toll. Das kommt gut nach. Hm. So, wollen wir es wagen? Hau rein. Hau rein, ne? So, die anderen auch noch. Da kannst du eigentlich, ich gebe dir mal noch ein Brotmesser raus und dann kannst du im Prinzip das Schwarzbrot schneiden. Geh mal, ich habe ein eigenes Brotmesser mit. Du hast ein eigenes Brotmesser, dann nehmen wir das. Ja, was, das nehmen wir oder? Das mal. Das ist ganz besonders. Da steht der Brotmesser drauf. Hinten dran. Kann das sein? Brotsäge sogar. So, hier super. Guck mal, die Kochern, die platzen jetzt schön auf. Ja. So. So. Oh, herrlich. Hier ist schon einer. Warte, da riecht gut. Okay, Brot. Ich habe mal hier einen Holzofen Brot mitgebracht heute. Mhm. Du kannst auch gerne eins machen, und zwar schneiden wir das Brot mal in solche langen Scheiben. Da hätte ich das große Messer mitnehmen müssen. Ich habe noch eine größere Brotsäge für Bäcker. Okay. Super. Ja, das ist auch für runde Brote. Da ist so beispielsweise diese Länge immer zu kurz. Aber das geht ja auch durch wie hier. Dick oder ne? Normal. Nö, so ist gut. So, jetzt hier die Karten abgießen. Wie viel? Nö, so dass der die Schüssel alle wird hier mit dem Tartar. Kannst du ruhig schneiden. So, und jetzt machen wir uns hier noch eins, Robert, und zwar machen wir uns ein kleines Spiegeleichen fertig, oder? Oh! On top. So, Eier. Naja, da wird es Zeit zum Anrichten schon so langsam, oder? Können wir hier noch ein bisschen Olie drüber machen?
Läuft. Okay. Anrichten. Heute brauchen wir ja keine heißen Teller. Machen wir jetzt hier schön. So, jetzt das Ei braucht noch ein bisschen, ne? Das kommt zum Schluss on top. Ich habe euch versprochen, wir machen noch ein bisschen geräuchertes Salz drüber. Ja, geräuchertes Salz. Mhm. Dann machen wir, naja, schon noch einen gepickelten Pilz mit dazu, oder? Ja, das ist eine Sache zum Beispiel, die könnt ihr euch auf jeden Fall hier mal vorbereiten, definitiv, so eine gepickelten Pilze. Wir natürlich hier in der Kürze der Zeit nehmen die jetzt hier mal so da lau raus. Hep. Glas wieder zu. So, jetzt noch ein bisschen Shishi, ne, ein bisschen Gurke. Und hier noch was und da noch was und dort noch was. Und dann einfach bloß noch ein bisschen Butter dazu, oder? Und dann hat sich's. Hier machen wir jetzt schön den Gurkensalat. So. Ein bisschen Kresse. Und dann, Robert, hat sich's eigentlich schon fast gegessen, ne? Mike, gab es schon Frühstück bei dir heute? Frühstück, ja. Kurzes, Kaffee. Kurzes? Ja, ja, Kaffee. Ein paar Karbonäpfel hat sie auch noch hier zum Dekorieren. Jetzt möchte ich mal wissen, wer das Rezept dann schreibt. Egal. Mike, es war mir ein Fest mit dir heute, das Tatar schneiden zu dürfen. Also du hast es ja geschnitten. Ja, aber vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Wir haben ein cooles, geiles Tatar zusammen gemacht. Mit den neuen Messern. Mit den neuen Messern. Und von daher, Leute, also wenn ihr stumpfe Messer habt, ab zum Mike. Vorneweg natürlich anrufen, klar. Alles andere findet ihr bei mir hier und schau mal hier, wie schön. Ist das nicht geil? Ein Traum. Ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen. Und Mike, wir sehen uns auf jeden Fall mal in Pirna. Ich komme mal vorbei, ich komme dich mal besuchen. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, oder? Auch mal in die Werkstatt. Genau. Gerne kommen. Gucken wir mal, bringe ich mal alle Messer mit, alle Stumpfen und dann geht's los. So. Also, Mike, dir eine gute Heimreise, aber vorher essen wir noch zusammen. Und wir sehen uns und... Daumen hoch und gebt mal einen Kommentar ab, ob euch vielleicht das Tatar auch gelungen ist oder vielleicht das Lachs-Tatar vom letzten Mal. Also ihr Lieben, macht's gut. Danke euch. Bis bald. Ciao. Ciao.